heute ganz spontan den 7. Geburtstag vom Jugendcafé, vom JUCA. Toll, dass ihr alle da seid. Und wir haben einfach gesagt, wir laden heute alle ein. Und die Jugendlichen haben sich mit Sicherheit gewundert, dass das der Altersdurchschnitt, der ist montagsabends sowieso immer sehr hoch. Weil wir eine sehr große Schicht haben mit jede Menge Leuten, die so knapp über 31 sind. So, 7 Jahre JUCA. André, wie hat das damals angefangen? Mit ein paar Leuten, die eine verrückte Idee hatten. Also ich weiß von unterschiedlichen Leuten, die erzählt haben, ach, ich hatte immer so, mal so die Idee, dass es mitten im Zentrum von Wermelskirchen irgendwie ein Jugendcafé oder so eine Begegnungsstätte für junge Leute gab. Aber das war nur so ein Hirngespinst, so eine verrückte Idee. Und dann haben sich irgendwann so eine Gruppe aus 8 Leuten zusammenkristallisiert, die halt gesagt haben, wir überlegen, wie könnte so ein Café aussehen, wo könnte das stattfinden, was muss so ein Café haben. Genau, und so hat sich das dann entwickelt. Und das war irgendwie, das hat begonnen im Dezember 2005 und am 19.08.2006 haben wir dann eröffnet. Was ja auch eben anklang, das Thema war ja auch finanzielle Mittel dafür, oder? Auf jeden Fall. Also wir hatten nichts, überhaupt nichts. Und dann haben wir in diesem Kreis der 8 Personen überlegt, was können wir so machen, was hätten wir gerne. Und wir haben eine Wunschliste geschrieben, also die absolut over the top war. Ich glaube, das waren knapp 40.000 Euro. Und noch bevor der Mietvertrag hier unterzeichnet war, waren alle Dinge bestellt. Das heißt also, wer ist denn Träger dieses Cafés? Also das ist das evangelisch-freikirchliche Sozialwerk. Das ist der gleiche Träger, der auch den offenen Mittagstisch in der Thomas-Mann-Straße trägt. Inzwischen genügend Beispiele von jungen Menschen, die dankbar zurückblicken auf die Zeit, die sie hier im JUCA erlebt haben. Ich wünsche euch jedenfalls, dass die nächsten 7 Jahre nach diesen fetten Jahren, die wir hatten, noch fetter werden und nicht etwa mager, wie das so in der Bibel der Fall war, sondern dass es einfach in einer guten Weise weitergeht. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass ihr den Job macht und Gottes Segen weiter dazu. Und das ist ja quasi für die Stadt Wermelskirchen ein super Ding, weil man spart Kosten und hat trotzdem ein Top-Angebot für Jugendliche. Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also die Stadt freut sich auch, dass wir da sind. Viele Bürger freuen sich, dass wir da sind. Genau. Habt ihr denn von der Stadt schon mal Geld bekommen? Nein, noch nie. Auch noch nie beantragt? Nur für einzelne Projekte, also für das Jugendcafé, für den laufenden Betrieb, für die Miete oder für Einstellungen Mitarbeiter oder so, noch nie, nein. Was gibt's an Programm grob? Also ganz kurz und grob zusammengefasst, es gibt mehrere Säulen im Jugendcafé, hauptsächlich natürlich das Jugendcafé selber. Wir haben 5 Tage die Woche für junge Leute geöffnet. Dann gibt es an 2 Vormittagen das Frauencafé, mittwochs und donnerstags vormittags zwischen 9 und 12. Mittwochsabends gibt es den Frauentreff und dann gibt es einmal im Vierteljahr das Männerfrühstück und dann gibt es noch einen Motorradfahrerstammtisch immer jeden 3. Donnerstag im Monat. Das heißt also, das Programm ist eigentlich schon, aber da sind auch noch Möglichkeiten, dass ihr noch weitere Veranstaltungen machen könntet? Auf jeden Fall. Wir machen ja regelmäßig auch bei Projekten mit, gemeinsam mit den jungen Leuten. Zum Beispiel die Aktion Hoffnung für unsere Stadt führen wir jetzt seit 3 Jahren durch. Also dieses Jahr aktuell das 3. Mal. Das heißt, es gibt Kinderbetreuung auf dem Schwanenplatz. Wir besuchen Senioren im Vogelsang. Wir machen Baueinsätze. Wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel 3 Kinderspielplätze mit den jungen Leuten repariert. Ja, und für solche Aktionen sind wir immer zu haben. Das heißt aber, Jugend ist ja sehr weit gefasst, wie wir gerade festgestellt haben, weil es ja auch quasi in Anführungsstrichen Erwachsene da sind. Wo fängt das denn an? Ab wann kann dann jemand, ein Jugendlicher hier hinkommen? Gibt es da eine Altersgrenze, wo das anfängt? Also wir haben eine Altersgrenze nach unten für unsere Besucher, das ist ab 12 Jahren. Nach oben hin gibt es keine Grenze und Mitarbeiter darf man ab 16 Jahren werden. Das heißt, da kommt, hast du das richtige Stichwort genannt, Mitarbeiter, wie groß ist denn jetzt nach 7 Jahren der Mitarbeiterstamm? Also wir haben mal mit über 100 Mitarbeitern angefangen und jetzt sind wir 75 Mitarbeiter über den Daumen aktuell und die komplette Arbeit, die ganzen Schichten werden über ehrenamtliche Arbeit getragen von Mitarbeitern. Und dann hat der Verein 2 Angestellte, eine 400-Euro-Kraft, meine Kollegin, die Bettina, und ich als Festangestellter, der das Ganze im Hintergrund so ein bisschen organisiert und leitet. Das heißt also, du bist nach 7 Jahren absolut zufrieden mit dem, was hier stattgefunden hat. Es ist ja viel beachtet, aber
Wie zufrieden bist du jetzt selber mit der Sache nach 7 Jahren? Also ich freue mich total, dass hier jeden Tag neue Leute reinkommen und dass wir einfach so mitten in Wermelskirchen angekommen sind. Und das war auch unser Wunsch, einfach für die Stadt da zu sein, der Stadt Bestes zu suchen. Das ist echt unser Anliegen und da gibt es ganz viele Mittel und Möglichkeiten, das zu schaffen und das zu tun. Ja, und das versuchen wir halt jeden Tag neu. Zufrieden bin ich auf jeden Fall, super, aber ich glaube, weiterentwickeln sollte man sich immer. Ja, André, dann gebe ich dir jetzt nochmal Zeit, ein bisschen Werbung zu machen fürs Juka. Ab jetzt. Okay, ja, besucht uns im Jugendcafé, kommt einfach mal rein, schaut mal vorbei, trinkt euch einen leckeren Latte Macchiato oder macht einfach bei unseren tollen Projekten mit. Zum Beispiel ab dem 28.08. führen wir wieder die Hoffnungswoche durch, gemeinsam mit allen Kirchen und Freikirchen hier in Wermelskirchen. Aber man muss nicht an irgendeine Kirche gebunden sein. Wir machen Kinderbetreuung auf dem Schwanenplatz für 4 Tage lang. Wir machen coole Aktionen in der Stadt. Der Platz um den Weihnachtsbaum wird von uns komplett renoviert. Und wer da Lust hat mitzumachen, die Altersgrenze ist, wer sich jung fühlt, ist dabei. Und ansonsten fühlt euch einfach wie immer im Jugendcafé wie zu Hause. Prima. Vielen Dank, André. Das war das Juka aus Wermelskirchen, eine echte Erfolgsgeschichte, die natürlich auf jeden Fall in Wermelskirchen stattfindet. Vielen Dank, André. Gerne. Ja, das war ja schon. Ja, super. Wo kann ich denn jetzt hin? Welche Fernsehen? Wermelskirchen TV.